So, und damit willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind jetzt in dieser Geisterstadt angekommen. Also Ghost Town heißt es ja direkt. Hier sind einige Sachen zu finden. Ich würde gerne die Stadt mal ein bisschen absuchen. Vielleicht kriegen wir auch raus, was denn hier passiert ist. Eure Zukunft in Rocky Ridge, ein wahres Paradies fernab vom Großstadtlärm. Ein neues Bauprojekt ganz in der Nähe von Night City, Rocky Ridge. Nicht nur ein wunderbares Zuhause zu erschwinglichem Preis, die ersten Wohnungen können bereits reserviert werden. In hervorragender Lage mit einer tollen Anbindung dank der geplanten Erweiterung des Freeways. Nein, das Vorhaben bringt auch frischen Wind in eine Gegend, in der es schon bald zahlreiche neue Jobs geben wird. Baut euer Haus nicht auf Sand, baut es in Rocky Ridge. Das ist irgendwie ein bisschen schief gegangen. Trotzdem haben wir irgendwie noch Strom, das können wir hier nicht reinhacken, würde ich sagen. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Bisschen Munition, die hier rumsteht. Hallo? Okay, Entschuldigung. Abstraktes Gemälde. Funktioniert sehr gut, weil ich habe leider nicht mehr so viel selber, theoretisch. Rocky Ridge. Da hinten ist was. Was ist das Gelbe dort? Okay. Bisschen Technik. Ich mache es jetzt nicht gerade sehr fein, ja. Das ist einfach nur so ein bisschen für mich. Mal ein bisschen abchecken, was wir hier alles haben. Vielleicht ist ja auch alles nur mehr Schein als dann wirklich sein, dass hier was rumliegt. Deswegen mache ich ab und zu mal hier an und guck mal nach, aber ich glaube, das ist nicht so dermaßen viel zu finden. Schade. Umspannwerk, Container für K.O. Mission dahin. Aber wer tut denn diese Verkaufsautomaten in der Geisterstadt auffüllen, um Himmels Willen? Da ist eine Tankstelle. Aber nee, das ist nicht da, wo ich gestartet bin, nee. Quatsch. Die Valar-Mission also anfangen. Okay, das ist neu. Die Valar-Mission, alles auf Anfang. Das Scheitern der Valar-Mission, das wiederum die Ergebnisse des gesamten Lyserl 3.0-Programms und unsere Erkenntnisse über die Gruppe der Exosolarplaneten 9726-09 untergräbt, könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass der derzeitige Wettlauf im Weltraum den Fortschritt der allgemeinen Weltraumforschung eher hemmt, als ihn durch gesunde Konkurrenz anzutreiben. Im Jahr 2060 sagte Lagaretta voraus, dass der damalige technologische Fortschritt innerhalb von nur 15 Jahren zur Bestätigung der Existenz weißer Löcher und der Entdeckung einer Theorie zur Quantenschwerkraft führen könnte. Doch diese 15 Jahre sind längst vorbei. Vielleicht sehe die Situation anders aus, wenn ESA, SRC und Orbital Air zur Abwechslung einmal versuchen würden, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, anstatt sich ständig gegenseitig zu torpedieren. Typischerweise, jedes Unternehmen will selber weiterkommen. Ich bin kein Visionär wie Lagaretta, aber ich würde meinen letzten Euro-Dollar darauf verwetten, dass die nächste wirklich erfolgreiche Mission von O'Neill 1 starten wird und nicht von der Erde. O'Neill 1, okay. Haben wir da gegeben. Es sieht aber. Also, ich muss ja ehrlicherweise sagen, es sieht immer noch ganz gut aus hier, oder? Also, das Rocky könnte. Ridge ist so tot, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. PD-Chock. Ja, ein paar Häuser kannst du reingehen, ich meine. Eigene Bar. Eine Bar, der alles läuft? Also, was ist denn mit Strom in diesem Leben? Spielen eigentlich?
Wenn ich das alles noch hier läuft, Wasser. Oder Wasser? Na gut, kann ich gerade. Was ist da drin? Ah, ist okay, was Längliches. Wird das nicht abgeschaltet? Warum läuft das denn weiter? Ist das nicht. Ich feiere, die sind einfach. Ohne Ende. Bis dann. Sorry, Jax, aber schon ziemlich. Hab die neuen Kühlschränke unter die Bar gepackt, die Fässer aufgestellt, Zapfhähne laufen, der Schaum auf dem Rosef ist super. Jetzt brauchst du nur noch ein paar verfickte Kunden, dann können wir drüber reden. Aber im Ernst, ein freundschaftlicher Rat. Verkauf den Scheißladen einfach, die Stadt wird nie fertiggestellt. Die haben dich mit dem billigen Kredit total verarscht, da bin ich mir sicher. Ich habe ein Gefühl für sowas. Naja, wenn du irgendwas brauchst, melde dich. Ich gehe zurück nach NC und schenk da Bier aus. Boss, ey. Alles gebaut, aber keine. Was ist denn das für ein. Eine Geisterstadt wird gebaut? Für welchen Zweck denn hier? Einfach, dass man Kredite aufnimmt, was baut und dann können es die Leute nie abbezahlen? Warum. Aber abbezahlen, wie gesagt, abbezahlen, warum lassen sie dann Strom laufen? Das spricht sich doch mir. Vollkommen. Wenn hochgehen. Wir sind ein großes Gebäude hier. 18 plus? Da bin ich dabei. Instafood, auch diesmal weg. Ah, okay, und hier hat man die Separés. Die auch durchaus mal durchschlagend sein können. Alles bereitet. Masala Studios. Das Kondom eigentlich? Nee, Geld. Wobei Geld sage ich nicht nein. Sayonara Station. Schon. So, hier ist nochmal. Logie des. Der Badlands. Nee. Okay. Erstaunlich. Also gut, ich nehme es zurück. Es ist noch einiges zu finden. Ich frage mich nur. Na gut, das ist ein großes Gebäude mit extra ein Schild. Ein anderes, was vielleicht ganz tolles. Broken. Und? Hast du was gefunden? Der Laden ist groß, da wird bestimmt was sein. Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay. Wahrscheinlich da hinten reingehen, nochmal so als Frage. Ist alles geschlossen, oder? Okay. Ich denke mal, es gibt drei, vier Gebäude, die wichtig sind. Den ganzen Rest können wir höchstwahrscheinlich noch Pfeife rauchen. Ich meine, es sind noch viele Gebäude, ich meine. Ich komme damit nicht ganz klar. Überall, also es gibt doch Müllbehälter, ich meine, das ist doch alles gut. Scan-Transformator machen wir gleich. Ist noch hier oben. Steuert den Stromfluss zur Steuerzentrale. Ey, du willst mir jetzt nicht sagen, dass hier der Transformator kaputt ist. Der läuft. Der läuft sehr gut, sonst hätte ich nicht überall Strom da drin. Das ist nicht auf Tagessystem oder sowas. Die Stadt, hab die Schalter schon gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge, komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Das will ich jetzt mal wissen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Planst du ein gutes altes Ablenkungsmanöver? Ganz genau. Erstens wissen wir nicht, wie viele kommen. Ich denke mal, eine beachtliche Menge. Zweitens müssen wir irgendwie zu meinem Auto kommen. Und das wird nichts, wenn die alle zusammenbleiben. Also finden wir eine kleine Lichtshow an der Kreuzung auf. Ja, mal ein bisschen Leben in diese staubige alte Ruine bringen. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren.
Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Darf ich trotzdem nochmal erwähnen, ich finde es Blödsinn, die haben ja in der ganzen Stadt mehr als genug Strom. Es läuft hier nicht alles auf Batterien, auch da ist eine Anzeige. Über den sind Anzeigen, die ganzen Auto... Egal. So, das Auto wird bestimmt gleich kommen. Ach da. Hey, hey. Ist eigentlich das Paket hin, genau. Das kann ich jetzt kennen. Sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Okay. Munition? Nee, ich nehme nur die Autobatterie. Ich klaue nicht mehr. So, rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das schwarze. Ans Gehäuse, oder? Hä? Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich gehe hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Komme ich nicht von vorne rein? Hier komme ich... Nicht. Okay. Eine Tür. Bau einfach die Scheibe ein und geh rein. Dir wird schon keiner eine Rechnung schicken. Entschuldigung. Sehen wir wieder, wie ich Glas splittert. Aber es hält sich als Glas. Aua. Ich komme nicht durch. Ich ist so eher mit Stumpfgegenständen besser, Glas zu stürmen. Haben wir hier noch? Eradikator, Bedingungsanleitung. Verehrter Nutzer, wie Sie wissen, gehören Ratten, Rattus novicicus, zu den Hauptüberträgern gefährlicher Krankheiten. Mit dem Eradikator werden Sie die Kleinbiester schnell und effizient los. Der Eradikator beinhaltet mit Gift versetzten Sprengstoff, der obendrein Spuren von Radioaktivität enthält. Dagegen hat selbst der robuste Nager keine Chance. Verteilen Sie die Eradikator-Geschosse überall im Haus. Wenn Sie nachts von einem nassen Knall aufwachen, es funktioniert. Wenn die bei mir aufwachen... Naja. Finde ich nicht so geil, aber hey. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool. Dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Baby. Gehen wir in Position. Weil, möchte jemand im Haus dann so eine Explosion haben? Radioaktivität? Dann hast du ja trotzdem ein bisschen Radioaktivität irgendwo bei dir rumliegen im Haus. Wenn die das ins ihr Bau schleppen, dann kann sich das vielleicht... Naja, das ist doch Schwachsinn. So, na, ich denke mal, das wird jetzt eine interessante Pose. Wie gesagt, ich habe jetzt mit... Ich kann dir mal ganz kurz meine aktuelle Quick-Hack-Sammlung zeigen. Moment, Entschuldigung. Inventar. Ne, doch zwei, Entschuldigung, ich hatte drei gesagt. Aber hier Überhitzen und Kurzschluss. Das heißt, meine beiden Kampfskills sind gemaxt, aber ich habe nicht mehr 10% extra Schaden, den ich hier kriege. Dafür halten die 100 länger. 100% länger, das bedeutet jetzt eigentlich, auch die Dots müssen länger gehen. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Aus welcher Richtung kommen die Raffen? Na Ahnung? Nordosten vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Okay. Gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Und wir warten. Da kommen sie. In meinem Dorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln.
Wenn was passiert, nähte ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Sollte ich nicht. Natürlich vor der großen Bar. Wo ist dieser Wichser-Boss? Ihr wartet hier auf sie. Sieben. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Okay, Leute, es geht los. Endlich. So, ich hätte wahrscheinlich schon mal pingen können. So, erstmal breachen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze mit meiner Alternativmethode machen sollte. Mit dem kurzen. So, wir pingen mal. So. Kriegen, glaube ich, mal alle rein. Na, und da hinten ist einer, ganz weit weg. So, kriegen wir hier Ablenkungsmanöver hin. Wir wollen mal gucken, wie weit. Toll, das geht mal wieder nicht. Seht ihr das? Das meine ich halt. Ich sehe manchmal diese Anzeigen nicht und das ist irgendwie total seltsam. Ignorierst du das? Dann haben wir einen Pfeifen vielleicht. Das weiter zu mir? Ja. Die Frage ist wie immer nur, wie weit läuft sie? Da kommt einer nach, oder? So, wir können jetzt mal ganz kurz Optik-Neustart machen. So. Instant hochgeladen. Voll, steht mit Rücken zu mir. Steht mit Rücken zu mir. Steht mit Rücken zu mir. Ein Glück, dass ich hier nochmal eine Box habe zum Ablegen. Nehmen wir mit, die Waffe muss ich dann auch gleich mitnehmen, sonst wird das wieder kritisch. So. Okay, da ist der nächste. Kann ja wieder von außen nach innen vorgehen. Ja, mit kurzen so Dingen ist halt so das Problem. Also manchmal sind die dann gleich so angepisst feindlich, manchmal laufen die auch normal rum. Wenn es hier heißt, mach das alternativ, dann probieren wir es mal. Lassen den Pill um die Ecke latschen. Und machen jetzt aber auf den Neustart. 17 Sekunden sollte hoffentlich ausreichen. Gut. So, damit haben wir Nummer 2. Können wir außen rum gehen und die von links noch ein bisschen krallen. Aber die Waffe vielleicht, dass die hier rumliegt. So. Und der wird natürlich auch noch da nicht zerhackstückelt. Das machen wir heute nicht. Das steht nicht auf dem Ernährungsplan. Zerhackte Gegner wie. Also so sehr irritiert erscheint die mir ja nicht, muss ich zugeben. Aber trotzdem ihr Plan halt, ja. So, wo haben wir denn noch welche? Da hinten ist noch eine Person. Wir pingen nochmal. Ich will nochmal sehen, wo der Rest ist. Es sind nämlich noch zwei. Da ist noch eine. Da oben ist noch jemand. Okay. Die ist kritisch. Weil die guckt, wenn ich es richtig sehe, nach unten. So. Kann ich die Wache irgendwie ablenken? Ja, klar. Ist übrigens dunkel, nur mal so als Info. Aber hey, wir haben ja alle Implantate, von daher ist alles egal.
So. Kommst du zu mir mal? Pfeifentechnisch? So zu weit weg. Chill mal. Ah, ist echt ungünstig. Ich glaube, ich muss sie mehrfach pfeifen. Wir testen mal ganz kurz, gerade für Leute, die so, die so extrem nervig weit oben sind, wäre es für mich mal interessant, ob wir die mit einem kurzen rausholen können, ohne dass was passiert. Mal noch überhitzen daher. Ah, okay, das geht. Doch wahrscheinlich noch kein anderer sehen. So, können wir hier vielleicht den anpfeifen? Ich würde den gerne mal nur pingen. Dankeschön. Die Ecke, Optik. Was zur Hölle? Sieht so aus wie ein Mann, aber. Hat er nicht gerade eine Frau gesagt, was zur Hölle? Oder irre ich mich da gerade? Egal. Ihr habt auch eine Frau gehört, oder? Aber gut. Dann wie ein Mann, den man rumträgt. Aber hey, was bin ich, um darüber zu entscheiden, welche Geschlechterrollen in dieser Zeit existieren? So, wo haben wir denn hier noch was? Können wir den hier irgendwo... vielleicht hier abgelegen. Okay, damit haben wir zwei Wachen vor dem Gebäude. Und sagen, wir nehmen die eine von rechts. Ich weiß nur nicht, ob die Dame dort oben, die drin ist, irgendwie das sehen kann. Wenn dieses Loch dort bei diesen BD-Sachen, stelle ich mir auch interessant vor. Aber ich glaube, ich nehme lieber von links, wie da gerade die Person sitzt. Da könnte man bestimmt irgendwie storymäßig was Cooles machen. Schon da gerade irgendwelche Schritte hinter mir. Hier ist es drin, oder? Ist drin. Komm mal her. Gibt es auch überall in der Stadt. Organic! Jetzt muss man langsam Optik machen, sonst wird es kritisch. Optik. Bleib mal schön so, wie du bist. So, den schaffen wir auch hier hinten. Einen Ruheplatz. Nein. Die Waffe will ich nicht aufnehmen. Das ist so eine fette Knarre, die haben die ganz dicken Typen. So, damit haben wir jemanden am Fenster, wenn ich es richtig sehe. Oder? In welche Richtung guckst du? Das kann ich immer sehr schlecht deuten. Ist hier eigentlich der Ping nur der Eingang? Okay. Ne, die Person sitzt sogar mit dem Rücken. Das heißt, es sind nur zwei Leute noch da. Wir pingen trotzdem mal ganz kurz. Hast du einen Eigennamen? Teufel. Wir stehen hier raus. Nee. Okay, ich glaube, wir sollten den Hintereingang nutzen. Die Scheibe geht das schlecht. Okay. Wenn ich das bei der Kühltruhe mache, ja. Kommt die Person dann noch nicht?
die Entfernung groß genug? Nee. Noch ein Ablenkungsmanöver. Ihr seht, ich mach kurz. Ich hätte jetzt nur kurz was machen können, aber ich wollte es ein bisschen attraktiv machen. Gerade wenn hier keine großen Probleme auftreten sollen, angeblich. Das ganz geheim sein soll. Okay, du kriegst einen Optik-Neustart reingedrückt. Wir nehmen dich mal von hinten. Die Gefriertruhe wartet auf dich. In der abgelegenen Stadt und dann bist du eigentlich tot, würde ich sagen. Wenn die Truhe nicht noch von innen aufgeht. Aber wie bei Batman, die Typen hängen dann halt stundenlang kopfüber irgendwo rum. Aber Batman sagt ja auch mal, das sind alle nur K.O. So, und damit haben wir oben die einzige Dame noch. So. Die guckt eigentlich noch die eine Richtung raus. Hast du einen Eigennamen? Red. Da ich Angst habe, dass da irgendwas kommt, mache ich hier auch mal einen Tickerstart. Das war das i-Tüpfelchen. Packen wir unseren Kram. Wartet. Siehst du? I-Tüpfelchen heißt, weil wir auch so leise waren. Okay, was soll der Hinterausgang nehmen? Questmarker, du bist völlig verrückt. Ich würde da oben aber gerne noch zumindest die Station mitnehmen, weil... Ihr wisst schon. Darf ich da hoch? Ach so. Ha. Treppen, er war schon Treppen. Erstens Maske, zweitens Waffe und drittens Quick Hack. Loxe. So, was brauchen wir denn? Ein 1C, BD 1C. Kriegen wir hin. So, dann haben damit sogar alles. Perfekt. Ich habe so gemacht, dass ich ein bisschen mehr Geld kriege dafür. Okay.